Hallo meine lieben Krebse, willkommen im Januar 2016 zu eurer Tarotkartenlegung für alle Krebse im Sternzeichen, im Aszendenten oder im Mondzeichen. Das ist eine allgemeine Legung. Wir haben den Monat in drei verschiedene Hälften geteilt. 1. bis 10. 20, 10. bis 20. und Monatsschluss. Und zwar geht es hier zum Thema, wie es euch geht, gesundheitlich, im weiteren Sinne, auch psychisch, physisch so. Der Mond zeigt leider Unklarheiten an. Entweder ist es eine Diagnose noch unklar und steht aus, oder der Mond steht für Ängste oder für gar, also vielleicht gar für Depressionen. Da wäre es ganz gut, wenn ihr euch einfach es euch ein bisschen gut gehen lasst. Wenn ihr Entscheidungen vertagt, falls diese zu vertagen sein können, ja. Wenn ihr zum Beispiel irgendwie, weiß ich nicht, körperlich etwas Anstrengendes plant, könnt ihr das vielleicht etwas später ja, entscheiden, je nachdem, ob das geht. Ansonsten geht doch in die Sauna ein bisschen an die frische Luft, das würde euch helfen und Sport tut auch gut, aber das kennen wir, das wissen wir alle. Ja, so, das ist gesundheitlich leider erstmal nicht so schön. Aber das lichtet sich wieder, das Ganze hier in Mitte des Monats. Dann haben wir die Arbeit und die Finanzen. Irgendwie zweifelt ihr entweder an eurem Job oder es wird an euch gezweifelt. Da ist der Zweifel drin, zwei der Schwerter. Vielleicht ist das auch, fühlt euch unklar und fühlt euch nicht so wohl. Und hier ist der Zweifel, ob ihr vielleicht den Job weitermacht oder ob ihr überhaupt weiterarbeitet. Das ist, also da stehen Entscheidungen irgendwie aus, ja. Die sind aber am Anfang des Monats nicht zu fällen, meiner Meinung nach. Es ist jetzt keine so schlimme Karte, es ist einfach nur so ein bisschen unklar alles, ja. Dann Kreativität, Projekte und Hobbys. Das können eure Nebenjobs sein, kann eure Band oder euer Bild sein, was ihr gerade malt, oder euer Buch oder ein Hilfsprojekt, ein karitatives oder sowas oder was Ehrenamtliches. Ja? Das sind alles nebenbei Sachen, die Inspiration und Freude bringen können. Oder ein paar Stutz nebenbei, ein bisschen Geld nebenbei. Und da haben wir jetzt hier am Anfang die Mäßigkeit. Das bedeutet, dass alles sehr harmonisch ist. Es ist irgendwie so, ihr habt wahrscheinlich gute Ideen, könnt diese auch umsetzen und es ist einfach das, was ihr plant, sollte eigentlich euch sehr, sehr zufriedenstellen, ja, im Allgemeinen. Dann die Liebe. Die Liebe bedeutet hier der Page, der Schwerter. Die Pagen, die geben einem Chancen, dem Fragenden. Das heißt, eine Chance, klug zu werden durch Kritik, kommt auf euch zu. Das klingt jetzt erstmal so ein bisschen unschön. Ich meine, es ist ja auch unschön, keiner mag Kritik, aber hört dem Pagen gut zu. Vielleicht könnt ihr dabei etwas lernen oder der gibt euch Klarheit, ja. Jetzt unten haben wir hier noch die sozialen Beziehungen. Das können Familie, Freunde, alles sein. Das kann eine Taxifahrer sein, das kann irgendjemand sein, den ihr irgendwo trefft, auch online. Ja, das sind einfach Leute, die dich umgeben, egal welche. Und hier ist einfach der Herrscher. Der Herrscher ist sehr fair, sehr direkt. Der kann sich auch durchsetzen, der ist aber mit beiden Beinen steht er auf der Erde. Vielleicht hat der hier was mit dem Pagen zu tun, ja? Vielleicht sagt er euch die Meinung über etwas. Also hört da einfach mal zu, was auch immer das ist. Also wenn ihr nach Liebe sucht am Anfang vom Monat, ist vielleicht eher erstmal eine Klarheit anstehen. Ja, ihr seid halt da oben so unklar. Und das hat auch ein bisschen was mit Lüge oder so zu tun. Also entweder ihr seid ängstlich und bindet euch, weil ihr Angst habt, allein zu sein. Also der Mond ist irgendwie keine so schöne Karte. Ich will erstmal durch den Mond zu gehen. Hier jobmäßig sollten auch ein paar Zweifel bestehen können. Dafür könnt ihr euch sehr gut ins kreative Projekt reinbegeben. Ja, und da mehr Energie machen, weil das gibt euch sehr viel Kraft, das kreative Projekt. Und dann haben wir hier so ein bisschen Kritik von den Partnern oder in der Liebe einfach, ja. Und aber das soziale Umfeld hier, das ist eigentlich sehr stabil und sehr gut, auch wenn es sehr streng sein kann. Der Herrscher ist streng und der ist so der Saturnvater, ja. Das wäre die Tendenz Anfang vom Monat 1. bis zum 10. Hier haben wir den 10. bis zum 20. circa. Da haben wir da oben. Es geht euch schon wieder besser. Also dieses Tal ist hier durchschritten. Auf jeden Fall. Hier
geht es darum, Page der Kelche. Page der Kelche ist eine junge Person, um die, also das können auch Kinder sein oder einfach Erwachsene, die sehr jugendlich wirken, sehr jung wirken, eine junge Dynamik haben so. Das ist, der Page ist verliebt, öffnet das Herz, ist ein bisschen naiv oder so. Also auf alle Fälle geht es euch gut. Also jugendlich, frisch irgendwie, vielleicht fühlt ihr euch jünger, als ihr seid, irgendwie so, ja? Also es kommt da auf jeden Fall wieder Freude rein ins Gemüt. Und auch körperlich solltet ihr euch verjüngt fühlen, so kann man es vielleicht auch sagen. Arbeit und Finanzen. Der Zweifel ist da raus. Das ist sehr gut. Also, das ist cool. Man merkt halt hier, das ist hier nicht so schön. Und dann geht es euch besser, euer Herz geht auf. Und auf der Arbeit ist auch eine gute Zusammenarbeit, vielleicht auch eine Firmenfeier. Auf alle Fälle ist die Atmosphäre wieder sehr, sehr gut. Gute Partnerschaften, gute Projekte. Und vielleicht kommt da auch der Geldfluss. Also, das ist eine Feierkarte übrigens. Ich denke, finanziell wird es auch wieder bergauf gehen, falls es stagniert hat, das Thema. Wir haben jetzt die kreativen Projekte gerade nochmal. Das sieht gut aus. Da kommt eine weitere Person entweder dazu. Das ist eine ältere, 40- bis 50-jährige Frau vielleicht so. Königin der Kelche ist sozial. Die ist kreativ, sehr kreativ. Eine Künstlerin oder eine Sozialpädagogin vielleicht, ja. Oder einfach eine Therapeutin oder so. Jemand, der das Herz auf dem rechten Fleck hat und sich um seine Leute kümmert. Eine Künstlerin und sowas. Entweder du bekommst diese Energie rein und etablierst dich als Künstlerin in deinem Projekt oder so ein Mensch kommt da noch rein. Es sieht aber gar nicht so schlecht aus, als wäre selber diese Energie, als wärst du das selbst, denn du fühlst dich ja schon wie der Page der Kelche, das ist quasi das Kind von dieser Königin, das ist alles eine Kelchfamilie, ja? Und hier sind auch Kelche in der Arbeit. Also ich gehe mal davon aus, dass vielleicht dein Wohlbefinden sehr stark vom Arbeitsklima und vom Kreativen abhängt. Bei manchen Leuten fließen Arbeit und kreatives Projekt ineinander über. Also das sieht auf jeden Fall alles wunderbar aus. Und finanziell auch wieder Zufluss, wobei das sind nicht die großen Geldkarten, das eher nicht. Aber du fühlst dich reich. Und das ist manchmal mehr wert als die große Kohle auf dem Konto. Wobei das Zweite natürlich nicht zu unterschätzen ist. Das ist auch klar. Dann haben wir noch die Liebe. In der Liebe, oh ja, das ist nicht so schön. Also hier kommt Kritik rein und hier entscheidest du dich zu gehen oder die Person geht. Aber es ist so ein Ding, du weißt genau, dass es fällig ist und dass es besser ist für dich. Und am Anfang fällt sowas schwer. Und dann, du siehst hier auf der Karte, dass je weiter du gehst, da kommt immer mehr Licht. Das heißt, du weißt, dass da hinten, also mit jedem Schritt, wird es dir besser gehen. Geh davon aus, auch wenn es am Anfang vielleicht traurig sein könnte. Dann haben wir soziales Umfeld, Freundschaften und Partnerschaften. Alle Leute, die dich umgeben, nochmal. Familie, Freunde, Bekannte, alle. Arbeitsumfeld. Der Eremit. Der Eremit weiß ganz genau, wohin er geht. Das ist ein weiser Mensch, der eigentlich andere Leute führt. In deinem Fall ist das so, dass entweder solche weisen Menschenberater in deinem bekannten Freundeskreis oder in der Familie drin sind und dich gut beraten und es sehr gut mit dir meinen. Ja, die fangen dich auf. Vielleicht ist das auch ein bisschen böse gewesen, so, keine Ahnung. Ich meine, das wie auch immer. Also ich glaube schon, dass diese Person dir die Wahrheit gesagt hat, ja. Es ist ja durch Kritik klug werden. Das ist ja der Punkt. Aber um Liebe geht es da nicht. Und hier beim Herrscher geht es auch nicht unbedingt so um Liebe. Das ist so ein bisschen sehr, sehr knallhart, die beiden irgendwie. Aber hier kommt wieder ein bisschen mehr Wohlwollen rein. Sehr viel Freundschaft kommt rein, ja. Wirklich gute Beratung von Herzen kommt da rein. Also mit Menschen hast du es sehr gut in Mitte des Monats. Hier, schau, deine ganzen Leute, dir geht's super. Da kommt noch eine ganz tolle Frau da rein und so. Ja, ob du Männlein oder Weiblein bist halt. Kreativ, schön, sehr, sehr herzlich. Wirklich sehr herzlich, ne? In der Arbeit überall. Außer halt in der Liebe, da geht es wirklich um eine Entscheidung, irgendwas zu verlassen oder vielleicht eine Erwartung loszulassen, wenn du in einer bestehenden Beziehung bist. Okay. Auf jeden Fall verändert sich da was. Was erstmal unangenehm erscheint, aber besser wird. Ende des Monats, 20. bis Schluss. Also da hätten wir oben bei Wellness und so, wie es dir so geht, du fühlst dich erschüttert. Selbstverständlichkeiten sind zusammengebrochen. Entweder so oder ich hatte die Karte auch schon mal. Da war es dann so, dass ich, dass dann eine Situation erstmal ein bisschen unangenehm schien. Aber dann, die hatte dann ihren Sinn und ihren Zweck. Das auch oft, dass es ihren Sinn und ihren Zweck hat. Und das hat dann Vorteile gebracht. Und alle, und alle, die damit zu tun hatten, haben die Vorteile eingesehen. Und die kann auch ein Durchbruch sein. Es kann auch sein, dass du das Gefühl hast, dich frei zu
schaufeln oder irgendwie einen Durchbruch zu machen. Oder es kann auch sein, dass du dich selbst erschüttert fühlst und dich nicht so wohl fühlst, ja? Auf alle Fälle kommt da Klarheit rein in dem Fall. Was hier der Mond ist, lässt den Turm einbrechen und dann kommt aber wirklich eine neue Klarheit rein, ja? Also wenn das erstmal ein bisschen unangenehm vielleicht scheint, bedeutet das aber nicht, dass es das ist, weil es braucht auch manchmal einen großen Knall. Der große Knall, vielleicht gibt es auch Streit. Ja? Auf jeden Fall solltest du dich danach befreit fühlen. Das ist der Punkt. Psychisch oder physisch. Dann geht es weiter im Beruf. Du fühlst dich etwas überfordert plötzlich. Vielleicht ist es die Situation da oben und du fühlst dich hier überfordert im Beruf. Vielleicht gibt es auch sehr, sehr viel Arbeit und die wächst dir über den Kopf. Es sind nicht die großen Gewinne. Da musst du erstmal durch. Das ist so ein Ding, wo man durch muss. Aber es ist ja nur eine Woche oder so, ja? 10 Tage. Gut. Dann haben wir in den kreativen Projekten, das ist ganz witzig hier, ist weder besonders erfolgreich noch besonders nicht erfolgreich. Das sind so die Münzen, die gehen so hin und her, runter und hoch. Das sind zwei Münzen, das ist sehr unentschieden. Also wenn du da Erfolg haben willst, dann musst du dran glauben, du musst positiv denken und du musst die Arbeit auf Richtung Ziel verfolgen und wirklich was dafür tun, damit das stabil wird. Chancen sind da. Es ist aber halt ein Anfang und da musst du einfach ein bisschen durch und dich da durchwurschteln, wenn es dir das wert ist, ja? Wenn es nur so ein Hobby ist, wo du keine Lust hast, dann eher nicht. Ich meine, hier in der Arbeit hast du erstmal genug zu strampeln und das kreative Projekt, das dümpelt so vor sich hin. Oder das Hilfsprojekt oder einfach etwas, was du nebenbei machst oder Nebenberuf. Cool. Dann in der Liebe. Du hast Angst oder die Partner haben Angst, dass Salz in alte Wunden kommt. Also da ist erstmal keine neue Liebe zu verzeichnen und auch keine besondere Harmonie in der bestehenden Beziehung. Da muss man auch wieder durch. So, und hier Familie, Freunde und so bedeutet das, dass du in einem schicksalhaften Umfeld bist. Vielleicht bist du schicksalhaft an Leute gebunden, wo du erstmal nicht rauskommst. Vielleicht hast du deinen Dualpartner oder jemand schicksalhaft getroffen, mit dem du eine Aufgabe zu klären hast. Und das ist sehr interessant, weil das hat eine gewisse Weisheit, die ganze Geschichte. Es hat Sinn, dass das so ist, ja? Das ist aber stabil, am Anfang ist es stabil und sowas und du merkst einfach, das hat eine gewisse Weisheit, also das macht alles Sinn hier. Du bist an dem Ort, wo du sein musst, um deine Lektion zu lernen. Okay, also meine wunderbaren lieben Krebse, das war jetzt hier eure Tarotkartenlegung für den Januar 2016. Bitte teilt doch das Video, liked, es würde mich wunderbar freuen, mir helfen und abonniert doch den Kanal, das wäre super. Ich wünsche euch ein ganz wunderbares Jahr 2016, allen zusammen und ja. Dann freue ich mich, euch wiederzusehen im Februar. Und wenn ihr persönliche Fragen habt, nochmal zu einer ganz persönlichen Situation und wissen wollt, wenn ich den Weg gehe, welche Resultate kommen dann, dann kann ich euch auch sehr gern beraten. Schreibt noch eine E-Mail, die E-Mail-Adresse steht unten. Gut, also dann wünsche ich euch was. Vielen herzlichen Dank und tschüss.